Meine Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. So. Weiter geht's. So. Hallo Serana. Die Nord wissen uns nicht zu schätzen, na und ich weiß sie auch nicht zu schätzen. Was? Wir haben hier, wir müssen mit denen sprechen. Hier zu Katja zurück. Aber Katja war auf dem Schiff. Katja, Es Katja. tut mir leid, aber ich suche derzeit keine neuen Besatzungsmitglieder. Gute Arbeit. Hier ist euer Lohn. Und versauft nicht gleich alles. Ich versaufe nichts. Kapitän Gialon kümmert sich hier ums Geschäft. Ich bin nur ein Maat. Die Nordmaid ist seetüchtig und bereit zum Ablegen. Ich kann euch zu jedem Ha. Wohin wollt ihr? Auf Wiedersehen. Warte mal, eine Insel nahe zu Hoffest? Sieht vielleicht. Wohin wollt ihr? Die mit der verfallenen Burg? Wisst ihr nicht, dass der Ort verflucht ist? Selbst erfahrene Seeleute machen einen großen Bogen um diesen Ort. Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Es ist plötzlich. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hiernach habe ich genug. Ich kehre. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr. Nun, man muss schließlich überleben. Gut, wir stechen sofort in See. Auf nach Solstheim! Nun, da wären wir. Das ist Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Erklärt eure Absichten. Mirak, ich glaube nicht. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Irgendwelche Fragen? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Ich glaube nicht. Ich bin nicht... Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Ursprünglich war Rabenfels eine kaiserliche Stadt. Doch das Kaiserreich hat sie verlassen, als mein Volk hier eintraf. Sie ließen die Stadt in Trümmern hinter sich zurück. Doch als das Haus Redoran übernahm, bauten wir sie wieder auf. Und selbst wenn es schwer ist, diese Insel wohnlich zu machen, nennen wir sie voller Stolz Heimat. Das muss ich doch. Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes ja, Anliegen. Mach ich schon mal wieder. Das hier ist nicht gerade Schwarzlicht. Wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherrn Morwein im Stich zu lassen. Ratsherr Morwein ist der Vertreter des Hauses Redoran auf Solstheim. Als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht, ihn zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. So. Eure Unkenntnis unserer Heimat überrascht mich nicht. Das ist die Hauptstadt von Morrowind.
seit Gramfeste von den Argoniern einkassiert wurde. Ich bin nur noch selten dort, aber hin und wieder kommen noch Versorgungsschiffe und Besucher dorthin. Ja, vor einer ganzen Weile. Sie haben eine blutige Schneise durch einen Großteil des Südens Morrowinds geschlagen. Niemand scheint sicher zu sein, warum es geschah. Vielleicht ein Expansionsversuch oder Rache für die Versklavung ihres Volkes oder beides. Was auch immer der Grund war, tausende Dunmer verloren sinnlos ihr Leben und noch viele mehr wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Ja, Lund, ich habe mich schon gefragt, was mit euch geschehen ist. Wenn ihr nach einer Überfahrt sucht, sprecht mit Kapitän Gerlund. Sprecht mit Kapitän Gerlund, wenn ihr eine Überfahrt buchen möchtet. Ihr fragt. Ja, ich habe. Wir sollen mit dem sprechen. Aber. Was aber? Diese Ladung hat mich doppelt so viel gekostet wie vereinbart. Und ich kann nichts dagegen tun. Verdammt nochmal, Gerlund. Ihr wisst, dass wir nicht so viel Geld haben. Die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft lässt mir keine Wahl. Sie hat die Preise schon wieder erhöht. Und ich kann nichts dagegen tun. Verzeiht, aber der Tempel ist nur für die Gläubigen. Mirak. Das kommt mir sehr vertraut vor. Nicht jemand von hier, sondern... Ich komme nicht darauf. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß, ich habe den Namen schon einmal gehört, aber es kommt mir nicht real vor. Ergibt das einen Sinn? Ungläubige sind hier nicht willkommen. Ich begreife nicht, warum ihr euer Heimatland verlasst, um hierher zu ziehen, Nord. Doch ganz wie ihr wollt. Alles gut, ich bin hier wegen Mirak. Das ist eine Höhle, das ist eine Hütte. Vergesst nicht, wer hier das Sagen hat. Ja. Vergesse ich auch nicht. Moin. Solange ihr unsere Gesetze befolgt. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen. Dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Spitzhacke geklaut. Nein, nein, nein. Es ist nicht nur einfach irgendeine Spitzhacke. Ich spreche von einer alten Nordspitzhacke. Nun, die Dinger wachsen nicht gerade auf Bäumen. Um solche Dinge kümmere ich mich lieber selbst. Hört zu. Wenn ihr Crescius seht, dann sagt ihm, er soll mir die Spitzhacke zurückgeben. Es soll euer Schaden nicht sein. Wo ist er? Beide, dass wir gerade niemanden entbehren können. Es interessiert mich nicht. Warte mal, wir müssen in die Richtung. Die Mine. Eure Kontakte bedeuten hier rein gar nichts. Sind alle so abgefuckt hier. Die Dumme. Verdammt, Frau, lasst mich! Crescius, bei eurem letzten Besuch in der Mine hättet ihr euch fast das Genick gebrochen. Und wer zum Henker seid ihr? Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Was geht euch das an? Ich kenne euch doch nicht einmal. Aber ich sage euch, es gibt in diesen Minen ein Geheimnis, das Rabenfels zu neuem Ansehen verhelfen. Ein Geheimnis, das dir... Es hat meinen Großvater getötet und Rabenfels Gratian Cerellius. Er hat sein ganzes Leben lang die alten Ruinen von Tamriel erforscht. Er starb vor fast 200 Jahren in diesen Minen. Die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft sprach von einem furchtbaren Unglück. Er soll bei einem Steinschlag ums Leben gekommen beim Haus. Ich habe einen nicht abgeschickten Brief gefunden, adressiert an die Ostkaiserliche Hand. Es geht um eine Entdeckung, die einige der Bergleute in der Mine gemacht haben. Es muss sehr wertvoll für die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft. Ja, zumindest vermute ich das.
Ich habe den Eingang noch nicht gefunden. Jetzt klingt ihr genau. Glaubt mir, dort unten. Nun, meine Frau sagt immer, ich sei zu alt, um in der Miete. Die Zeit ist mein Gegner. Ja, ich will wissen, was mit Grazian geschehen ist. Grazian hat... Hier ist alles, was ich habe. Der Brief und der Schlüssel. Bitte tut das für mich. Der alte Dummkopf hat sie doch gar nicht verdient. Vermutlich hat er sie sowieso den Skal gestohlen. Na schön, hier. Hoffentlich fällt ihm das Ding auf den Fuß. Ich wurde immer gesagt, ich soll um ihr Hiskios anstacheln müssen. Nehmt euch da unten in Acht. Weiß ich auch warum. Die kann heimtückisch sein. Ich bin auch ein alter Nordspitzhacker. Verana? Ich verstehe nicht, warum ihr Kreskios anstacheln müsst. Versucht es in den unteren Ebenen der Mine. Ich selbst habe es nie so weit geschafft. Seid vorsichtig da drauf. Ich glaube schon, aber woher? Ich kann mich nicht entsinnen. Das ist schwierig. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ein Tempel hier auf der Insel. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Ah. Seid vorsichtig da draußen. Verana? Pack schon mal Dings. Wollt's aber equip dich schon mal. Wer ist da? Steve. Das soll eine Lehre sein. Ihr müsst was unternehmen. Unternehmen müsst ihr was. Antella. Die ist aber auch kein Erz. Serana, willst du Lichter machen? Lange. Ach, hören wir es nicht bringt, weil bei mir halt alles dunkel ist. Geschafft. Woher seid ihr gekommen? Das hätten wir geschafft. GG. Serana? Das ist sehr gut. Hier ist Endstation. Achtung! Alter! Hier ist Ende. Hier ist Sackgasse. Jetzt können wir weiter, dann müssen wir mal gucken, dass wir wieder die Treppen hochgehen. Hier werden nur normale Spitzhacken. Ja. Okay, hier hinten ist aber. Nichts. Serana, wir müssen hier runter. Ah. Nein, Experte. Oh. Alter. Danke. Was nun?
Alles klar. Könnt ihr nehmen alles aus der Truhe? Oder aus dem Schmuck, aus dem Kästchen? Fertig. Der Schatulle? Serana? Eine Nordruine. Wer ist da? Das hätten wir geschafft. Selbst besiegt. Anna. Das hätten wir geschafft, ne? Wo ist denn Dings hin? Toll, jetzt mein Loot weg. Ah, hier liegt er. Serana. Oh nein. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Oder so. Auch im Bande. Nordstreidachs. Eisenstreidachs. Eine Truhe mit Loot wäre geil. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Okay, alten Nordschweig können wir auch noch mit. So, let's go. Mal gucken, was da oben ist. Serane. Da bist du ja. Rana. Glück ist mein Tum stärker als. Das hätten wir geschafft. Glück ist mein Tum stärker. Good job, Serana. Good job.
Also, das können wir nicht. Das können wir nicht mal. Ah, okay, wir haben die Nordspitzhacke dabei. Trink zu viel und kannst nicht rennen. Ich brauche jetzt zum Abbauen eines Dings. Und Serana? Ah. Also? Ah, das war knapp. Das war richtig knapp. Ewige Heilung, ewige Heilung. Wo haben wir jetzt? Was hat? Ewige Heilung. Ewige Heilung haben wir. Haben wir eine Ausdauer? Eine Tragfähigkeit? Oder Stärke oder wie es hieß? Okay, das bringt uns gar nichts. Toll. Ja, ich hätte auf die Dings achten sollen. Yo, stop. Fuß, Rudder! Au, sein Tum ist stark. Rana, schaffen dir. Oh, verdammt. Serana, lock ihn vor. Serana, lock ihn vor. Ich bin weiter. Ist da nicht irgendwas?
Piranha vernichten, ich baue noch ein bisschen, wenn ich oben bin. Also, der Rana ist down, er liegt. Stopp in dir. Das wird euch eine Lehre sein. Ach, danke, der Rana. Ah, da bist du, Rana. Ja, ein ganz dringende Truhe. Eben als Pfeil, eben als Bogen, Nordachs. Apropos, da haben wir eine Truhe. Eine Expertenlevel. Nicht im Ernst. Okay, geht ja. Okay, so, dann packen wir mal vier Nordechse rein. Die Nordstreitachs, die zwei Nordbögen. Nordstreitkolben. Eben als Bogen, eben als Streitäxte. Eben als Schwerter. Elfenbogen. Nordschwert. Orkischer Bogen. Ey, wir haben zu viel mitgenommen. Alter Nordhelm. Was ist es? Bitte einmal alles Ruhe. Danke, Serana. In Ordnung. Serana? Ja, welcher ist welcher Serana? Geht doch bitte nicht im Weg. Okay, das ist ein Ausgang hier. Hau. Ah, jetzt so eine Truhe. Da, Serana. Ja, komm, Serana. Wir sind unten in die Ruine. Souls Time. Du trägst so viel und kannst dich retten. Oh nein, wir haben wieder irgendwie nichts, was wir wegpacken können. Oh nee, wir haben einfach zu viele Tränke. Okay, wir haben einer von denen genügend. Davon haben wir 14 Stück oder so. Komm her, Serana.
War das alles? Aha. Irgendwo da oben. Nein, da oben geht's weiter. Da unten kommen wir nicht rein. So, kommt der Rana? Hier sagt man mir. Hier sagt er mir jetzt in die Richtung. Habe ich jetzt eine Wand? Braucht ihr etwas? Nein, Serana. Ich suche nur den Durchgang. Ja, er müsste in die Richtung. Entweder meint er hier oder meint hier unten irgendwo, aber hier unten ist kein Durchgang. Ich bin gerade verwirrt. Ich verstehe nicht. Okay, bringt auch nichts. Wir sollen dahin. Also weit wir hier hochgehen. Hier hoch, da lang. Ne, da ist der Dings. Wir gehen hier hoch, darüber. Aber da ist mir die Karte angezeigt, dass es da weitergeht. Tut's laut der Karte, aber da ist kein Durchgang. Vor allen Dingen hier hinten ist ja kein anderer Weg, außer halt hier hinten, dass hier hinten irgendwo noch ein Durchgang ist, in dem wir... Nee, hä? Und hier kommen wir. Und hier hinten ist irgendwo ein geheimer Ausgang. Das heißt, wir gehen da jetzt mal in die Richtung, ja. Hier muss irgendwo ein... Ah, okay. Dein Herz. Aha! Wir waren nicht schon drin. Oh Gott. Serana?
Einmal bitte hier runter. Danke, Serana. Kommst du, Serana? Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Jetzt haben wir nicht so viel, jetzt können wir wieder. Es ist wunderschön. Ich bin froh, dass ihr hier bei mir seid. Serana, auf dem Weg. Rana! Komm, Serana! Serana! Kannst du übertreiben? Ach, Serana. Serana! Ja, wir haben so viele Musik nebeneinander. Ah!
Alter. Ach nein. Ach, hallo Serana. So, Serana, wir haben ein neues Wort gemacht. Einen neuen Schrei. Und das ist? Drachenform. Nice. Da haben wir noch ein was an Ausrüstung, die wir nicht brauchen. Das Ding ist schon geil. Kriegt 16. Guck mal, ob wir das irgendwie trotzdem auch reduzieren können, ja? Das Ding kann sie haben. Hier haben wir nur die Maske, die sie noch haben kann. Warum haben wir das eigentlich? Das brauchen wir gar nicht. Irana! Was ist das? Einen bitte alles rausnehmen. Alle bist du. Ich bin dabei. Sonst nichts mehr? Danke, Serana. Nee. Apokrypher. Wie ich es euch bereits sagte, als ich euch das Ogma Infinium gab, euer freier Wille ist nichts als eine Illusion. Warum solltet ihr sonst hier sein? Dies ist Apokrypha, wo alles Wissen gehortet wird. Stillt euren Wissenshunger an den unendlichen Stapeln in meiner Bibliothek. Wenn ihr der Suche überdrüssig sei. Lest euer Buch erneut und kehrt zu eurem sterblichen Leben zurück. Eine Zeit lang. Die Verlockungen von Apokrypha werden euch widerrufen. Es ist euer Schicksal. Wie kommen wir hier rein?
Gerade hast du aber nichts gemerkt, oder wie? Also, Gerada, du hast dran genommen, falls du mich haben willst. Was braucht ihr? Ja, hier wird ein neuer Stiefel für dich. Alles klar. Das ist alles? In Ordnung? Von Serana? Was war das? Wer ist das? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Irana? Binderer Fürst. Die gravierte Nordrüstung gehört uns. Alter, okay. Serana? Was braucht ihr? Bücher. Alles klar. Ganz viele Bücher. Ich bin dabei. Alles klar. Alles klar. Das ist alles? Danke, Serana. In Ordnung? Was ist es? Ja. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Was nun? Was ist es? Oh, das ist nochmal eine dicke Truhe. Das ist alles? Ja. Oh, geil. So, Serana, ich geb dir mal. Die Axt. Die Axt, die Axt, die Axt. Wenn ich die finde. Aber jetzt Bogen. Ich hab doch eine Axt mitgenommen. Alter. Und dann, Serana, müsst du einmal eine gesamte gravierte Nordrüstung nehmen. Ja, und dann gebe ich dir nochmal. Da haben wir das überhaupt dabei. Das gerade mal weg. Serana, Serana, Serana. Was braucht ihr? Alles daraus,
Danke, Verana. Fertig? Ja. Ich muss sofort wieder Stärketrank nehmen. Besiegt. Nordbogen, nice. Hochelfe. Serana. So, zurück ins Hostheim. Ruin, sogar älter als ich. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Rana! Ich mache mit. Ich finde schön, dass wir Rana mit nach in das Soulstime nehmen können. Alles klar. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Das ist alles? In Ordnung? Dumme Kleidung. Ich bin dabei. Alles klar. Fertig? Danke, Serana. Er hat gesagt. Was braucht ihr? Einmal Eisertruhe bitte, Serana. Sonst nichts mehr? Noch eine Rüstung. Ich weiß, die Folge geht wieder schon sehr lang, aber Serana, ich hab noch irgendwas vielleicht für dich, was du schleppen kannst. Hab ich hier eine Ausrüstung, was? Den Nordbogen darfst du haben, Serana. Und die Rüstung darfst du haben. Was nun? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Alles klar. Das ist alles? Danke, Serana. Das war alles, Serana.
Also, Rani, ich habe noch eine Knochenrüste für dich. Was nun? Ich bin dabei. Alles klar. Danke, Serana. Also, wir ganz schön weit gekommen. Von hier nach da. Als wenn ihr was mit dem Boxiert hat, was wenn ihr eine Quest. Da ist eine Höhle, aber wir, da gehen wir jetzt. Ach komm, wir decken die zumindest schon mal. Damit wir die zumindest schon mal haben. Ich will eh einmal und beginnen eh einmal kurze Credits auszahlen. Weil hier um die Ecke ist dann auch eine Nordsiedlung. Eine kleine. Da kommt die Ecke ist gut, so sind sie auch schon ein bisschen. Rein. Das ist auch ein Stein. Ich finde diese Basaltsäulen so geil. Die sind alles für Basalt ist. Oder viel Basalt. Also Serana. Wir werden ganz kurz, bevor wir noch die Quest abgeben, das werden wir dann sofort machen und die eine Quest holen. Meine Spitze. Ihr habt den. Wisst ihr was? Da ihr euch deswegen so viele Umstände gemacht habt, behaltet sie einfach. Ich wollte den alten Knacker nur daran erinnern, dass man den Leuten nicht einfach die Sachen klauen kann. Ihr habt die Sachen überbracht, damit bin ich schon sehr zufrieden. Die Spitzhacke hat mir all die Jahre nichts gebracht. Vielleicht könnt ihr ja etwas damit anfangen. Sieh an. Es ist lange her, seit ein Mitglied der Gilde sich nach hier draußen bemüht hat. Also sagt mir, wie geht es meinem Bruder Delvin? Versucht er immer noch jeden Abend in der zersplitterten Flasche das Herz von Vex zu erobern? Als ob! Das höre ich gern. Der verdammte Rumtreiber schafft es nicht einmal, seinem eigenen Fleisch und Blut einen Brief über sein Wohlbefinden zu schicken. Kann man sich das vorstellen? Aber egal. Ich nehme an, ihr sucht Arbeit. Nun, ich habe schlechte Neuigkeiten. Dieser Ort ist trockener als ein verdammter Knochen. Ihr wollt wohl unbedingt Gold verdienen, wie? So lobe ich mir das. Hört zu. Die Gilde hat hier draußen ein Problem, das ich seit Jahren zu lösen versuche. Doch bislang erfolglos. Schaut mich nicht so an. Ich bin ganz alleine hier draußen, völlig ohne Rückendeckung. Und außerdem ist es in Wahrheit mein Problem. Ich bin dafür verantwortlich. Vor 2 Wochen stand ein Bretone namens Esmond Thüne vor meiner Tür. Er hat wie ihr die Schattenzeichen bemerkt. Und ich dachte, er sei einer von uns. Das hat er. Direkt vor meiner Nase. Könnt ihr das glauben? Es geht um meine Rezeptur für verbesserte Knochenrüstung. Ich brauchte Jahre, um sie zu perfektionieren. Nun, bevor er weglief, faselte er wirr darüber, Hehlerware an die Rieglinge bei Burg Karstark verkaufen zu wollen. Ich habe ihm gesagt, dass es Wahnsinn ist, über ein Gespräch mit diesen fiesen kleinen Kerlen auch nur nachzudenken. Aber er wollte nicht hören. Ich würde einen fetten Beutel Gold verwetten, dass er entweder tot ist oder sich dort oben versteckt. Tut das und ich werde dafür sorgen, dass ihr belohnt werdet. Ihr werdet nicht enttäuscht sein.
Okay. Gebt mir eure Waffen und Rüstung. Ich repariere sie euch. Ja, alles gut, mach ich. Dass wir uns erinnern. Hier holen wir wieder. Was treulose Geister. Oh je. Faszinierend. Durch die Berührung des Steins scheint ihr demselben. Ah, ihr scheint dem Effekt durch Einsatz eurer Willenskraft widerstehen zu können. Faszinierend. Ihr dort. Ihr scheint euch nicht im gleichen Zustand wie die anderen hier zu befinden. Sehr interessant. Darf ich fragen, was genau ihr hier tut? Mira'ak, Mira'ak. Klingt irgendwie vertraut, aber ich weiß nicht recht. Oh, Mira'ak ist schon seit Tausenden von Jahren tot. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist faszinierend. Vielleicht hat es etwas mit den Geschehnissen. Ich fürchte, ich kann euch keine Antworten geben. Aber in der Mitte der Insel gibt es Ruinen eines uralten Tempels Mira'aks. An eurer Stelle würde ich dort suchen. Ganz eindeutig bauen sie etwas. Und doch scheinen sie nicht viele Worte darüber. Ich interessiere mich sehr dafür, was passiert, wenn sie fertig sind. Hier schuften wir. Auf das wir uns erinnern. Auf das wir uns erinnern. Hier holen wir wieder. Hallo. Ist das aber eine Überraschung? Gebt euch da mal auf! Sterben, Fremdling! Fuß runter! Das wird euch eine Lehre sein. Können wir rumbacken? Mirana? Was braucht ihr? Rühren wir uns einen Drang, sonst stehen wir nicht an. Ich bin dabei. Fertig? Okay, so, die Folge wieder irre lang. Über eine Stunde, glaube ich. Ich will noch kurz hier alle Quests abgeben. Und dann, ja. Ach, stimmt. Hey, was soll denn das? Hey, ich mach doch nichts. Wollt ihr was kaufen oder euch bloß an unserem Unglück ergötzen? Nee, ich guck aber nur. Nein. Es ist nicht in der Mine. Ich will die Quest zu wissen abgeben. Der Scheiterbauer muss sein. Wir haben einmal eine Quest hier oben. Ah, der wohnt da irgendwo. Ich wäre mit dem erstbesten Schiff weg von hier, wenn ich das Geld hätte.
Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Dann sagt mir, lasst mich mal sehen. Ha, wusste ich's doch. Gratian starb gar nicht durch einen Steinschlag. Jetzt, da ich sein Tagebuch habe, kann ich die Sache mit der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu einem Ende bringen. Sie werden für ihre Lügen bezahlen. Ich danke euch. Ich glaube, ich schulde euch für all... Hier, es ist zwar nicht viel, aber das Beste, was ein alter Bergmann im Ruhestand tun kann. Das Essen ist bald fertig. Ihr müsst etwas zu euch nehmen. Ist noch... Ihr seid zu gut zu mir, Afir. Ich wünschte nur, ich könnte länger bei euch bleiben. Das macht nichts, mein Gatte. Genießen wir doch einfach die Zeit, die wir gemeinsam haben. Und was werdet ihr tun? Dann verliebe ich mich eben in einen anderen senilen alten Rieskram. Ich muss mich für Kreskius entschuldigen. In der letzten Zeit war er einfach nicht er selbst. Um zu verstehen, wie wir uns kennengelernt haben, müsst ihr wissen, was er durchmacht. Kreskius ist ein Bergarbeiter in der dritten Generation. Der Bergbau war sein Leben. Als Kreskius erwachsen wurde, wurde die Ebenerzmine stillgelegt. Das hat ihn schwer getroffen. Unser Heim war über 200 Jahre lang im Besitz seiner Familie. Wegzugehen hätte bedeutet, kostbare Erinnerungen zurückzulassen. Stattdessen blieb er auf Solstheim und verbrachte sein Leben mit der Suche nach einer neuen Ebenerzquelle. Die hat er leider nie gefunden. Vor einem Jahrzehnt fiel er deswegen in eine tiefe Depression. So ist es. Nachdem Kreskius allen verboten hatte, ihm etwas zu essen zu bringen, ließ Ratsherr Morwein seine Tür eintreten, bevor er verhungern konnte. Ich war damals eine Tempelpriesterin und sollte mit meinen Heilkräften seinen geschwächten Körper stärken. Ich blieb eine Weile und kümmerte mich um ihn, und dann haben wir uns wohl ineinander verliebt. Oh. Seid vorsichtig da draußen. Jo. Interessant. Very interessant. Ich... Oh, wir haben es morgens. Ah, oh, nee. Hold! Ups, Piranha. Hold! Na, Kast! Die Nordmaid ist seetüchtig und abfahrbereit. Wenn ihr nach einer Überfahrt sucht, sprecht mit Kapitän Ja. Und denkt nicht mal im Traum daran. Alter. Nächstes haben wir. Nordmaid ist seetüchtig und bereit zum Ablegen. Sprecht mit Kapitän Gerlund, wenn ihr eine Überfahrt buchen möchtet. Lass dich in Ruhe. Ja. Mein Gott! Hey, Melonennase! Piranha, lenk ihn ab! Jetzt wieder so viel Gewicht auf einmal. Ich habe noch nichts mitgenommen. Was nun? Alles klar. Das ist alles? Bücher. Essen.
Hüftrollen, Zaubertränke, Zaubertränke. Ja, Magie-Dinger, Illusionen. Was braucht ihr? Alles klar. Ich bin dabei. Alles klar. Alles klar. Das werde ich nicht für euch tun. Sprecht mit Kapitän Gerlund, wenn ihr einen Überfall zum Ablegen möchtet. Ja. Hat er nicht geklappt. Ihr mögt. So, hier kurz reingucken. Dann warum liegt hier ein Buch? Ihr ehrt das Regenerat mit euren Taten. Das wird nicht vergessen werden. Verzeiht, aber der Tempel ist nur für die Gläubigen. Fremdlinge sind hier. Seid ihr hier, um zu beten? Oder unserem Ahnengrab euren Respekt zu erweisen? Respekt erweisen, aber ich suche eigentlich gerade die Festung, also euren. Ja, oder Anführer. Geht Milore drüben auf dem Ehrenhof sollte immer noch Tränke mischen, wenn ihr so etwas sucht. Ganz im Westen der Stadt. Gut, er würde sagen, danke fürs Zusehen, bitte Kapane. Interessant. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bitte gefallen, wenn ihr wieder kommt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Verpasst nichts. Bis zum nächsten Mal. Und ich werde sie bei mir weg. Ich will jetzt ran. Ich will sie auf der Weltkarte mal angucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.